Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Tombi 2. Genauso fühle ich mich gerade. Ich habe mir eben gerade mal aufgeschrieben, beziehungsweise ich habe diesen Zettel wiedergefunden. Den großen, den ich mir mal geschrieben habe, weil ich habe die ganze Zeit mich gewundert, hey, ich habe doch da mal einen Zettel gehabt und da waren noch Sachen, die noch nicht ausgefüllt waren. Auf jeden Fall, was ich heute vorhabe, das kann ich ja schon mal jetzt sagen. Und zwar möchte ich das Hausmaus im Fischerdorf betreten, weil wenn man irgendwie alle Hausmäuser, ich sag mal, angefragt hat, dann kann man wohl im Fischerdorf da rein. Laut dem Walkthrough, den ich da gelesen habe. Aber das weiß ich nicht, das klingt noch irgendwie ein bisschen komisch, weil man muss ja irgendwie kleiner werden dafür. Egal. Dann habe ich noch den heiligen Baum gießen. Und zwar gibt es in der Kujara Ranch einen Baum. Den muss ich aber auch erstmal wieder finden, weil irgendwie kann ich mich dann keinen Baum erinnern. Den müssen wir dann mit dem Wasser vom heiligen, vom Wassertempel gießen. Dann möchte ich, was, das habe ich jetzt vor, die Truhe im Donglingwald öffnen. Denn hier gibt es dieses Gefäß, wo wir die Viecher, diese Schneeglühwürmchen reintun können. Diesen Hinweis habe ich von Terra 91 bekommen. Vielen Dank dafür. Nur das Problem ist, dass wir da nicht einfach so hin müssen und die aufmachen müssen, sondern ich weiß gar nicht so wirklich, wie ich da hinkomme. Weil wir müssen uns treffen lassen von so einem Geisterschwein, damit wir unsichtbar werden. Und dann da hinkommen. Aber das ist halt total dumm, weil man muss da ja so lang schwingen. Und wenn ich unsichtbar bin, kann ich, glaube ich, keine Waffen benutzen. Ja, kann halt sein, dass ich mich... Nee, das ist, glaube ich, so, dass wir keine Waffen benutzen können. Dann auch Kujara Ranch. Gibt es einen Eisschmied, glaube ich. Und da kriegen wir wohl den Sockel vom Wasserhahn her. Auch danke an Terra 91. Und natürlich zehnmal die Kujaras waschen, aber da habe ich bisher mich immer noch nicht so wirklich für, begeistern können, dass ich das jetzt tue. Oh, Nosen. Oh, nein, 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 nein. Oh, holy moly. Okay. Wenn wir gerade schon hier sind, dann möchte ich gerne wissen, was hier unten in der weißen Kiste ist. Mal Zauberwasser. So, wie kommen wir da jetzt hin? Kann doch natürlich sein, dass ich das irgendwie falsch im Kopf habe. Dass man da gar nicht so hinschwingen muss, aber ich meine, das wäre so gewesen. Da ist noch eine weiße Kiste. Okay. Ah, die Musik. Oh, das war knapp. Musik spastet ab. Oh no. Lass mich in Ruhe. Ah. Oh, eine große Mahlzeit. Eine
gesunde Mahlzeit. Ach stimmt, der läuft jetzt so da rein, ne? Ja. Aber wenigstens hört er mal die Musik mal auf. So. Oh, das war ein Glück. Falsche Richtung. Oh, los, dreh dich rum. Oh, noch eine weiße Kiste. Es sind so viele weiße Kisten. Nicht so geil. Weil irgendwie muss ich dann hier... Also hier muss ich rein. Aber ich muss unsichtbar sein. Die Frage ist, wie komme ich dann hier hin? Weil ich habe dann nicht mein Kostüm. Obwohl ich weiß nicht, ob wir das anlegen. Komm. Treff mich mal. So. Okay. Oh, das ist jetzt aber scheiße. Kann ich denn irgendwas anderes anziehen? Okay. Nee. Genau das ist nämlich jetzt mein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Sorry, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich muss das googeln. Tut mir leid. Okay, ich habe total vergessen, dass wir auch rennen können. Nee, Moment. Ich meine, diese Clear Fruit, die der Typ oder beziehungsweise der Typ und die Tuse im Video benutzt haben. Haben wir, glaube ich. Mit K, glaube ich. Ah, okay. So, dann nehmen wir wieder das Eichhörnchenkostüm. So. Wow, das war knapp. Also das Mädchen hat es anders gemacht als der Kerl. Ich versuche es aber so wie der Kerl zu machen, weil das Mädchen hat noch ein Item gehabt, was ich nicht hatte. Moment. Oder ich guck mal gerade, ob wir das zufällig doch haben. Und zwar war das die Tabufrucht. Aber ich meine, dass wir die noch nicht haben.
Nee. Haben wir nicht, okay. Gut. Oh Gott. Ich hoffe, dass das jetzt direkt von Anfang an funktioniert. Aber ich glaube nicht, weil die hatten auch eine rote. Beide hatten eine rote Hose. Wenn nicht, müssen wir erst irgendwas anderes machen. Oh Gott. So. Ja. Bitte. Treff mich bitte. Dankeschön. So. Yes. Ich hoffe, dass es reicht. Ja. Oh. Gut. So, dann kann ich das schon mal durchstreichen. Und zwar keine Truhe, sondern... Es war einfach nur diese Tür da. So, jetzt quatschen wir mit ihmchen. Achso, können wir nicht. Wir können nicht mit ihm quatschen, weil... Ne? Da. Jetzt können wir mit ihm quatschen. Hm? Genau, das ist sie. Diese Kiste schluckt alles Licht. Ich gebe eure Schneeglühwürmchen da hinein. Die Dunkelkiste ist jetzt eine Schneeglühwürmchenkiste. Na gut, viel Glück unterwegs. Gut. Dann hätten wir die schon mal. Genau, da war jetzt aber noch was, das ich auch eben gerade in dem Walkthrough gelesen habe. Und zwar brauchen wir einen heulenden Pilz. Und dann mit diesem heulenden Pilz ins Ranch Summit. Und da war irgendwie Leiter hoch und nach links gleiten. Keine Ahnung. Ich ziehe mir mal wieder meine Klamotten hier an. Weil das werde ich dann gerade mal machen. So. Komm, verwandel dich. Warte, da unten ist am Heulen. Okay. Ups. Waren wir da schon drinne? Da sind zwei Leute? Ja. Man sollte dann auch mit denen reden und dann konnte man erst dann das in der Ranch machen. Diese Wippe hat ein Schloss. Was für eine Wippe. Öffne das Schloss, indem du auf das Ding oben drauf schlägst. Die Wippe ist mit zwei verschiedenen Mechanismen verbunden, also passt gut auf, wohin sie sich neigt. Ich hätte vielleicht erstmal mit ihm quatschen sollen. Hast du einen Haken? Wirf ihn gegen etwas und drücke dann oben unten, um ihn zu verlängern oder zu kürzen. Aber sei vorsichtig, wenn du den Haken zu weit verlängerst, fällt er womöglich hin und zerbricht. Hä? wir
gehen jetzt auf jeden Fall erstmal zur Ranch.